Gut, dann müssen wir jetzt wieder notgedrungen erstmal ein bisschen warten. Egal wie lange, wir sehen ja, wenn es hell ist, dann können wir ja zur Not noch abbrechen. Ach, ja. Jetzt wird es ja schon wieder hell. 7, 8, warten wir bis 9. So. Irgendwo müsste doch... Naja, Lydia ist da, aber... Die Tussi ist noch nicht da. Gut, dann gehen wir mal da rein. Oh, müssen wir knacken? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Dann müssen wir noch eine Stunde warten. Dann machen die wahrscheinlich erst um 10 Uhr auf. Jo. Aber jetzt wollte ich gerade sagen, ihr seid hier. Ich habe hier einige gute Stücke. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Dann muss ich mal gucken, dass wir das merken, wann die aufmachen hier. Stahldolch, weg damit. Bekleidung. Moment, das behalte ich. Das. Pelzschild des Blitzes 100. Bänder, hä? Gewicht Rüstung 16, das hat Rüstung 24. Ich weiß es nicht, ob ich das... Egal, komm weg damit. Vergesst nicht auch drinnen Wo reinzuschauen, bist du falls denn ihr jetzt etwas braucht. Ich da? bin direkt hinter euch. Jetzt gucken wir erstmal, was du hier noch so alles für hier Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. für Klotten hast. Eisenrüstung. Wie sehe ich denn, was du anhast? Das wird mir gar nicht angezeigt, ne? Bei der Waffenbekleidung. Okay, das heißt, ich muss erstmal Sachen von dir nehmen. Schaden 10. Okay. Und du hast eh... Warte mal, der hat eh 10. Der hat 8. Dann nehmen wir das alles mit. Dann Bekleidung. Rüstung 22, Eisenschild, Eisenstiefel, Eisenhelm, Eisenpanzerhandschuhe. Moment, dann gebe ich dir mal erstmal diese Stahlrüstung, ne? Oder soll ich die anziehen? Ja, warte mal, die kann ich dir geben. Das ist das. Bekleidung, Stahlrüstung, wie kannst du denn, Ich habe geschworen, eure Last zu Ja, tragen. kannst du das nicht irgendwie, warte mal, wie lege ich dir das denn an, ey? Kann ich das so machen? Nein, ne? Bekleidung. Wo sehe ich denn, was die schon anhat, die Tussi? Ja, geben. Jetzt gucken wir bei dir Stahlrüstung. Nehmen. Warum nimmt er das denn wieder, ey? Ich weiß es auch nicht, wie das hier funktioniert mit der alten. Geht Egal. ihr voran? Verkaufen wir das erstmal. Kennt ihr meinen Vater? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht.
Waffen tun wir auch. So, dann haben wir 1389 Gold schon wieder. Das ist ja cool, oder? Mhm. Mhm. Natürlich ist das cool, Mann. Gut, dann geht's jetzt ab in die Drachenfeste wieder mal. Aber jetzt gehe ich mal gleich hin, dann brauche ich da nicht durch. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder. Und hoch damit. Der Kollege ist da wieder am Predigen. Eieiei. So, ab da rein. Lydia ist natürlich nicht wieder da. Egal, die wird schon kommen. Mensch, da habe ich mir eben richtig Sorgen gemacht, ey. Ich dachte, die wäre weg, ey. Ich habe mich schon langsam an die gewöhnt, ey. Stufe 6 immer noch, aber wir haben es nicht mehr weit bis Level up. Schön. Dann holen wir uns jetzt erstmal die Belohnung ab. Und dann sehen wir weiter. Da ist er doch. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Ach ja, warum ist denn das so grau eigentlich? Okay, Bandit ist tot, bla bla, gib mir das Geld. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold, naja. Immerhin, oder? So. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Aha. Sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Das kommt darauf an. Ich weiß und ja nicht, wie viel das kostet. Findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ja, man muss ja mal gucken, aber nicht, dass hier gleich Tine Wittler bei mir da im Schlafzimmer steht, wenn ich da wieder reinkomme. Was haben wir denn so? Alchemielabor, Schlafzimmer, bla bla bla, Kücheneinrichtung, kochen, ja weiß ich nicht, habe ich eh keinen Bock drauf. Wohnzimmereinrichtung, das hört sich doch cool an, so ein Fernseher oder sowas, oder? Aber eigentlich das Wichtigste für mich ist eigentlich das Schlafzimmer. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Okay. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ich glaube, so eine Wohnzimmereinrichtung wäre nicht schlecht. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Okay. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein. Genießt okay. Euren Besuch. Okay. Ich muss jetzt irgendwie hier anfangen. Schauen wir erstmal. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf diese Seite und gucken, was hier so abgeht. Hier ist natürlich mal nichts. Dann gehen wir hier lang. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die? Okay. Ihren großen Krieger? Oh, kann man ihn einfach so rausklauen? Da steht nicht mal stehlen. Gucken wir jetzt noch ein paar Bücher an. Ach, das wird sowieso nichts. Gut, die Seite haben wir fertig. Dann gehen wir erstmal hier lang, oder? Hier geht's auf jeden Fall hoch. Das sieht mir nicht nach Kerker aus. Warte mal, wo geht's denn da hin? Drachenfeste Großstufe. Drachenfeste Jahlgemächer, okay. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. Wäre Am vielleicht Rennen. Genau das Richtige für euch. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Dann gucken wir jetzt nochmal hier. Moment, hier geht's runter. Kerker, ja perfekt. Das sieht doch schon mal gut aus. So, ja, dann zeigt das mir schon an. Das ist alles hier Zellen. Okay.
hat er denn da? Okay, gucken wir gleich erstmal. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wegen der Quest. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kemato finden. Wo versteckt er sich? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was braucht ihr? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Okay, wie hoch ist eure Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen okay. wollt. Warum haben sie euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Ja, das glaube ich auch nicht, weil sonst würdest du jetzt nicht in diesem Drecksloch hier sitzen. Ja gut, mehr kann ich dich wahrscheinlich nicht fragen. Auf Wiedersehen. Das heißt, ich muss jetzt eine Wache hier bestechen, ne? Immer schön den Hip. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ich hau dir gleich eine, Junge! Ich möchte die Strafe dieses Gefangenen bezahlen. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Okay, das ist auch geritzt. Ja, komm her jetzt hier. Hallo. Passt auf euch auf, wenn ihr den Fluss in Richtung Osten überquert. Der alte Hai war Eisenhand und seine Banditen. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein können. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt erzählt mir von Kemato. Nun denn, ihr findet Kemato im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Jo, da hast du recht. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Oh, da kommt schon der Nächste. Tut mir leid, ich höre nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Hm. Ich sagte, mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich jetzt hier raus! Ja, ja. Oh, ich scheine meine Schlüssel verloren zu haben. Könnte eine Weile dauern, sie wiederzufinden. Oh. Bleibt einfach hier. Ich werde mich schon darum kümmern.